Hier kommt mein besseres Gewissensalat. Ich nenne ihn so, weil ich nach Tagen des Schlemmens und Füllens das Gefühl hatte, ich brauche mal wieder etwas Leichtes. Ein herrlicher Sommersalat mit Riesengarnelen, reich an Vitaminen und Proteinen. Um diesen Salat geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für diesen herrlich frischen Salat benötigt ihr folgende Zutaten. Gut eine Handvoll Salatmix aus Romanersalat, Endivie, Frisee, Radicchio und geraspelten Karotten. Eine halbe Salatgurke, 4 Tomaten, 225 Gramm Riesengarnelen, 1 Esslöffel Ghee, das ist Butterschmalz, eine halbe Zwiebel, 1 Esslöffel Knoblauchgranulat, 2 Eier, 150 Gramm Naturjoghurt, 1 Schuss Zitronensaft, 1 Esslöffel Dill, gehackt, Salz und Pfeffer. Wem das so schnell ging, alle Zutaten hier unten unter diesem Video. Als erstes werden die Eier 8 Minuten lang hart gekocht. Die Gurke halbieren und schälen. Wer sie gerne mit Schale essen möchte, kann das machen. Allerdings sollte die Gurke dann gründlich gewaschen werden. Diese Gurke war nicht aus dem eigenen Garten, sondern gekauft. Deswegen habe ich mich für das Schälen entschlossen, weil in der Schale stecken oftmals bei den gekauften noch Bitterstoffe. Die Gurke wird dann in feine Scheiben geschnitten. Dann geht's an die Tomaten, auch diese gut waschen, halbieren, den Strunk entfernen und jede Hälfte dann nochmal in 4 Teile schneiden. Dann die Zwiebel schälen und in feine Scheiben schneiden. Den Löffel Ghee, also Butterschmalz, in eine heiße Pfanne geben und schmelzen lassen. Übrigens, ich verwende mein selbstgemachtes Ghee. Butterschmalz hat die Eigenschaft, dass es längst nicht so schnell verbrennt wie die Butter, aber nahezu den gesamten Buttergeschmack enthält. Wie man Ghee selber machen kann, das erkläre ich euch hier oben in diesem Video. In die heiße Pfanne kommen dann die Garnelen. Sie sind am Anfang noch bläulich-grau und werden durch das Garen rosa. Mit Salz und Knoblauchgranulat würzen und dann kommt die Hälfte der geschnittenen Zwiebel dazu. Wenn die Garnelen rundherum eine rosa Farbe angenommen haben, lasst ihr sie noch 1 bis 2 Minuten in der heißen Pfanne und dann sind sie gar. Dann beiseite stellen und während sie abkühlen, kann das Dressing gemacht werden. Den Naturjoghurt in ein kleines Schälchen geben, Dill dazu, dann den Zitronensaft, mit Salz und Pfeffer würzen, alles gut verrühren und dann ist das Dressing fertig. Jetzt noch den Salat waschen, putzen, trocknen lassen und schneiden. Die Karotten raspeln und dann kann angerichtet werden. Ich habe einen Pastateller genommen, das sieht wunderbar aus, wenn da der Salat drin ist. Den Salat in den Teller füllen, dann schon mal die Eier schälen und alles schön anrichten. Das kann natürlich nach eurem Geschmack und Belieben variieren. Zum Schluss die Garnelen und das Dressing obendrauf und zum Schluss noch eine Garnitur aus Petersilie, Tomate und Gurke obendrauf. So sah der Salatteller dann bei mir aus. Wenn ihr noch einen sommerlichen Salat von mir sehen möchtet, dann schaut euch dieses Video hier oben mal an. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.